back in Düsseldorf. The second time ever the Men's World Cup is held in Germany, Düsseldorf. Herzlich willkommen. Weiter geht's. An diesem tollen Hockey-Wochenende bei wunderschönem Wetter. Und das letzte der vier Spiele jetzt. Die Herren in der ersten Bundesliga zwischen dem Düsseldorfer Hockey Club und der Club an der Alster. Geleitet wird das Spiel von den Herren Christian Rasch und Benjamin Göttgen. Und aus der Hansestadt die Aufstellung: Trainer Fabian Rotwadowski. Und die Mannschaft, die zwei,
Jesper Kammlade. 3. Karl Moritz Alt. 7. Alessio Rest. 8. Anton Böcke. 11. Konstantin Steif. 12. Johannes Große. 15. Tobias Herber. 16. Dieter Enrich Ninnevogel. 18. Patrick Schmidt. 19. Christian Reimann. 20. Chris Newman. 25. Bernhard Schmidt. 26. Mogandi. 29. Lorenz Winkler. 31. Felix Reus. 32. Niklas Bruns. Und 35. Tobias Teppermann. Und der DAC mit den Trainern Mirko Stenzel und Dr. Dietmar Alf. Die Spieler Nummer 2, Julius Heiner. 4, Ben Kramer. 5, Linus Müller. 6, Raphael Hartkopf. 8, Max Silanoglu. 11, Till Brock. 15, Felix Meyer. 17, Jim Halfmann. 18, Peer Pink. 22, Dominik Kieskes. 24, Clemens Volkhafer. 26, Tim Weingart. 30, Konstantin Heiner. 33, Max Sirena. 48, Luis Kniesel. 80, Lennart Reis. Und die 99, Moritz Rönzi.
Geil, aber. Dritte Spielminute, 1:0 für die Löffanerze. Torschütze, die Nummer 26, Bo Kandi. Thank you.
Achte Spielminute, Anschlusstreffer für Düsseldorf zum 2:1 durch Dominik Gieskes. Ja.
Okay.
Thank you.
17. Minute, 3:1 als der Torschütze Karl Moritz Alt. Thank you.
In der Halbzeitpause zeigen wir das Spiel DHC gegen TSV Mannheim vom 1.4.2018. Hey!
Livestream hier von der Anlage des Düsseldorfer Hockeyclubs am Ostersonntag und kein Aprilscherz, es hat hier gerade aufgehört zu regnen und die beiden Mannschaften spielen sich noch ein bisschen warm. Neben mir ist einer der Trainer vom TSV Mannheim, der Alexander Förk, der normalerweise eigentlich auch Spieler ist. Wie kommt denn dann? Ist es ein Aufstieg oder ein Abstieg, Trainer zu sein? Ja, also ich habe schon bereits letztes Jahr in der Hinrunde meine Spielerkarriere dann an den Nagel gehängt und habe jetzt zur Feldrückrunde die Herren zusammen mit Carsten Müller zusammen übernommen. Ob Auf- oder Abstieg, ist eine neue Herausforderung. Macht total Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und ja, ich glaube, wir müssen uns hier heute nicht verstecken, wollen hier offensiv mitspielen und sind gespannt. Wird ein enges Ding, geht ja auch um einiges. Ja, wir sind schon eigentlich schon mal im Spiel, es ist ein 6-Punkte-Spiel, so kann man es nennen. Ihr habt 11 Punkte und seid eigentlich rein optisch, sieht das gesichert aus. Aber der Düsseldorfer HC hat 7 Punkte. Heißt, wenn ihr gewinnt, seid ihr erstmal einiges an Sorgen los. Andersrum könnte man dann auch richtig in den Abstiegsschlamassel reinrutschen. Ja, also für uns ist ein Spiel wie jedes andere. Wir nehmen jetzt hier nicht das 6-Punkte-Spiel, dafür sind noch viel zu viele Spiele zu gehen noch in der Saison. Wir schließen jetzt heute erstmal die Hinrunde ab. Ab nächster Woche gegen MRC beginnt dann die Rückrunde. Von daher, wir wissen schon, wie die Tabellenkonstellation ist und dass wir da ein bisschen Vorsprung gewinnen können. Das ist unser Ziel hier, aber wir haben da jetzt keinen zusätzlichen Druck und würden das auch nicht als 6-Punkte-Spiel bedeuten, sondern aufgrund der langen Saison geht es da einfach auch noch um zu viel. Aber ist schon ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften auf jeden Fall. Jetzt noch was Allgemeines. So aus der Sicht des allgemeinen deutschen Betrachters fällt immer der Mannheimer HC auf. Und so der TSV Mannheim, merkt man so, der krabbelt so langsam da raus aus dem Schatten des schier großen anderen Clubs in Mannheim. Ja, das stimmt. Also wir sind stolz auf unsere Jugendarbeit, haben auch einige Jugendspieler jetzt wieder integriert. Wir haben ein anderes Konzept als MHC, aber wir respektieren uns beide in Mannheim. Das ist ein sehr, sehr gesundes Verhältnis. Wir haben eine gesunde Konkurrenz. Von daher, wir finden es toll, was der MHC macht und der MHC akzeptiert auch, was wir machen. Dass wir jetzt aus dem Schatten raus kriechen, würde ich es vielleicht nicht nennen. Aber klar, der MHC ist eine gestandene Bundesligamannschaft, die da jetzt auch schon einige Jahre spielt. Die haben jetzt EHL mitgespielt, sind letztes Jahr Deutscher Meister geworden. Von daher kann man schon sagen, dass das zwei unterschiedliche Konzepte sind. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gesundes Verhältnis in Mannheim. Von daher ja, passt es für uns, so wie es ist. Und wir sind froh, zwei so gute Mannheimer Teams zu haben, auch in der Bundesliga vertreten zu haben, um da einfach auch ein Gegengewicht zu dem starken Westen und dem starken Norden zu bilden. Okay, Alexander Förk, recht herzlichen Dank. Viel Erfolg fürs Spiel. Die Schiedsrichter pfeifen schon. Jetzt muss ich noch gucken, ob ich den Düsseldorfer HC-Trainer bekomme, denn die beiden Schiedsrichter, Marc Knülle und Johannes Bernett, haben gerade schon mal zum Anpfiff gebeten. Und ich denke mal, Mirko, hast du noch einen Augenblick Zeit oder... Wunderbar, okay. Oder weil die Schiedsrichter schon gepfiffen haben, dann machen wir es kurz. 6-Punkte-Spiel heute, oder? Ja, erstmal ist es ja noch das letzte Hinrundenspiel, aber klar, ist schon sehr bedeutend für uns. Ja, ihr seid dann voll dran, das weckt doch dann sicherlich Kräfte, wenn man gewinnt hier, dann hat man Anschluss gefunden. Absolut, das ist das Ziel, ja. Okay, und wenn ihr verliert? Ja, dann sehen wir es trotzdem noch nicht so dramatisch, aber da sind wir ja noch lange nicht. Also schauen wir erstmal, wie die nächsten 60 Minuten aussehen. Ihr könnt aus dem Vollen schöpfen? Ja, absolut. Okay, weil ich sehe aus den Listen so der ein oder andere Jugendspieler, der nicht dabei ist, wegen Aktivitäten oder ist es jetzt die Mannschaft oder ihr habt noch so viel Backup, wenn da mal der ein oder andere fehlt, dass man jemand anders einsetzen kann? Also wir haben auf jeden Fall keine Verletzungsprobleme, von daher schöpfen wir aus dem Vollen heute. Mirko, vielen Dank für das kurze Statement. Jetzt will ich auch nicht länger stören. Alles Gute fürs Spiel. So, Linus Müller versucht selber mit der Rückhand, mit der argentinischen Rückhand in den Schutzkreis. Kolossaler Fehlpass der Mannheimer Hintermannschaft. Und da gibt es den 7 Meter. Da kann man geteilter Meinung sein, ob es ein 7 Meter ist oder nicht. Eine Strafecke wäre in jedem Fall gerechtfertigt. Es kam ein Check von hinten auf jeden Fall. Und diesen Check, den nimmt natürlich der Düsseldorfer Spieler dankend an. So will ich es mal sagen. Till Brock und Marc Knülle entscheidet auf 7 Meter. Und Dominik Giskes ist es, der dort antritt und ganz trocken flach
unten rechts verwandelt. Alexander Stadler im Mannheimer Tor hat zwar die richtige Ecke geahnt, aber dann letztlich auch keine Chance gegen den recht harten und platzierten Schuss gehabt. 1:0 für die Gastgeber, für den Düsseldorfer HC. Torschütze Dominik Giskes per 7 Meter. Jetzt soll er aber gut sein. Jetzt erstmal wieder zum Spiel. Julius Heiner über die linke Seite gegen Julius Meyer, den anderen Julius auf der anderen Seite. Wunderbares Tor, Raphael Hartkopf hält den Schläger da rein. 2:0 und das gibt sicherlich großen Applaus hier. Auch ein Tor, was man nicht so alle Tage sieht. Viel schöner als 7 Meter oder kurze Ecken. Der Ball kommt von links da reingebrezelt und Raphael Hartkopf hält da den Schläger rein, der U21-Nationalspieler des Düsseldorfer HC. 2:0 der Spielstand. Ja. 35 Sekunden haben wir noch. Mannheim muss sich also beeilen. So, gefährlich in den Kreis, aber da war der Ball knapp im Aus. 17 Sekunden vor dem Ende. Und ich denke mal, der Düsseldorfer HC wird jetzt in aller Ruhe diese letzten 10 Sekunden hier runterspielen. Und Julius Heimanns lässt den Ball dann halt ins Ausgehen und weiß genau, jetzt kommt der Abpfiff. Zwei Viertel vorbei, eine etwas längere Pause. Und in dieser Pause zeigen wir Ihnen die Highlights der zweiten Bundesliga. Anderthalb Jahre zurück, Düsseldorfer HC gegen den Gladbacher HTC. Wir sehen und hören uns zu Beginn des dritten Viertels hinter sich. Bis später. Und der TSV Mannheim, der nahm teil an einem Turnier in Hamburg und da schlug man immerhin so renommierte Clubs wie den UAC Hamburg 3:1. Um das ein wenig einzuwenden, einer der besten Spieler, Philipp Schlaketter, fehlt beim TSV Mannheim wegen einer Sperre, hat 3 Spiele Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung bekommen und die setzt jetzt, sitzt er zurzeit noch ab. Erstmal ein paar Infos hier. Dass hier einer der Leistungsträger nicht mit an Bord ist. Und aus Sicht der Gäste, der TSV Mannheim, jetzt noch eine knappe halbe Stunde Zeit, das Ergebnis zu seinen Gunsten zu gestalten. Aber der Düsseldorfer HC hat direkt das Kommando übernommen. Ja, knapp im Aus, ist auch im Aus. Ballbesitz für den Düsseldorfer HC, unglücklich. Aber Johannes Bernet, der Schiedsrichter, stand genau auf der Linie und muss das genauestens erkannt hat. Viel, viel besser als wir. Und die Möglichkeit, Raphael Hartkopf, Stadler früh auf der Erde. Und da fehlen die Leute beim TSV Mannheim am Torwart, die putzen könnten, die dem Torwart unterstützen können. Deswegen wäre es jetzt zu leicht gewesen zu sagen, das ist ein Fehler des Torwarts. Er hat den ersten Ball gehalten und die ein, zwei Mannheimer Spieler daneben, die haben nur zugeguckt, statt einzugreifen. Anderes, die Düsseldorfer, die dann nachgesetzt haben, ordentlich nachgesetzt haben. Läuft. Man hat im Moment nicht das Gefühl, dass sich hier der Düsseldorfer HC noch die Butter vom Brot nehmen lässt. Er gestaltet das Spiel. Riesenglück. Und Alexander Stadler, der Torwart der Mannheimer auf der Hut, kommt so gerade eben noch mit der Vorhand an den Ball. Sonst wäre er mal ganz trocken ins lange Eck gekullert. Aber weiter Ballbesitz für den Düsseldorfer HC. Wie gesagt, das sieht im Moment nicht so aus, als wenn der TSV Mannheim hier noch was entgegensetzen könnte. Ball aus der Drehung ins lange Eck. Und wenn ich richtig geguckt habe, war das Moritz Rünzi mit der Nummer 99, der Nationalspieler der USA. So, Dominik Giskes auf dem Weg zum leeren Tor. Und da hält Max Silanoglu seinen Schläger rein. Und macht das 5:0. Vielen Dank, Max Silanoglu mit der Nummer 8. 5:0 für die DAT.
Für den TSV Mannheim gibt es nichts mitzunehmen nach Hause. Mit dieser Niederlage sind die Gäste jetzt tief in den Abstiegsstrudel mit hineingeraten. Und der Düsseldorfer HC hat mit diesem Sieg Anschluss gefunden ans Mittelfeld, wenngleich man natürlich auch noch auf einem Abstiegsplatz steht. Das war's von hockeyvideos.de, von Sportstadt TV und von Mettmann TV. Von dieser Begegnung hier beim durchwachsenen Wetter am Ostermontag hier aus Düsseldorf. Ich wünsche allen noch ein frohes Osterfest und was immer man bei dem Wetter hier zu Hause anfangen, dazu die besten Wünsche von hier und vom Team. Bis dahin alles Gute. Pass!
Thank you.
37. Spielminute, 4:1 für Alster. Torschütze, die Nummer 16, Dietrich Linnevogel. Ja, der Vater. Das war das 5:1 für Alster. Torschütze Konstantin Steif. Thank you.
39. Minute, 6:1 für als der Torschütze Niklas Bruns in der 39. Minute. Thank you.
Thank you.
Tor für den DRC, Torschütze, die Nummer 48, Luis Kiesel. Felix Meyer war natürlich der Torschütze. Thank you.
7:2 der fällt durch Konstantin Steib für Alzheimer.
Nee. Ja, gut. Alles klar? Alles klar? Jetzt? Ja, ist doch gut. Was soll ich da machen? Ja, das war's. Hockey ist ein seltsamer Sport. Wenn man denkt, gestern gewinnen die Herren des DHC 6-2 gegen den Berliner HC. Und Alster, der heutige Gegner, verliert gestern in Krefeld 3-1. Und heute ist es umgekehrt. Alster gewinnt hier 7-2 und Krefeld verliert gegen Berlin. Jetzt sollten wir mal hören, was die lieben Trainer dazu sagen. Zu dieser seltsamen Ergebnisserie. Wenn Sie jetzt viele Oldies hier reinlaufen sehen, es gibt gleich ein tolles Spiel. Es gibt einen Bärenpokal für Senioren
Und da ist heute eins der Ausscheidungsspiele, nämlich Düsseldorf gegen Braunschweig. Und das findet so in gut einer halben Stunde etwa hier statt. Sicherlich ist der liebe Mirko Stenzel, unser Chefcoach, nicht unbedingt zufrieden mit dem, was hier heute abgelaufen ist. Denn auch vom Einsatz her waren unsere Herren nicht wiederzuerkennen. Anders wird es sicherlich beim Trainer der Hamburger sein. Der wird sicherlich sehr zufrieden mit dem sein, was seine Männer heute gezeigt haben. Wir sollten mal etwas näher gehen. Vielleicht können wir da so kleine Einblicke kriegen, was die Trainer zu sagen haben. Ach. Es ist also nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, was die Trainer sagen. Naja, das unterscheidet, aber nicht nur das unterscheidet Fußball vom Hockey. Ja, dann will ich mal sehen, ob ich jetzt den Mirko kriege. Mirko, jetzt brauche ich dich. Komm, komm, komm her. Du, ja, gut. Gut, dann komm du, Dietmar. Ja, Dietmar. Ein Tag hui, ein Tag fui. Denn seltsam war es ja, ne? Woran lag es heute? Naja, wir haben natürlich gestern in diesem Spiel sehr viel Federn gelassen. Da haben wir viele Dinge von denen, die wir uns vorgenommen haben, richtig gemacht. Heute fehlt ein bisschen der Saft. Hinzu kommt, dass wir auch natürlich in der ersten Phase sehr unglücklich gespielt haben. Und dann darf man so nicht wundern, wenn mit Topspielern bestückte Mannschaft wie Alster einen auseinandernimmt. Ja, Alster war natürlich nicht unbedingt, sagen wir mal, jetzt haushoher Favorit, ganz weit oben. Ich habe vorhin von einigen gehört, na, Alster ist momentan nicht gut drauf, da habt ihr eine Chance. Aber da war wohl nichts mit Chance. Ja, ich habe in den ersten zwei Vierteln habe ich schon Chancen von uns gesehen. Wenn man da mal ein, zwei Tore macht, die wir hatten, geht so ein Spiel anders aus. Aber es hilft ja nichts. Wir haben verdient hoch verloren. Ob es jetzt zwei Tore mehr oder weniger sind, kann man erst an der genauen Analyse sagen. Aber die waren besser und wir haben zu Recht verloren. Müssen jetzt den Mund abwischen und auf das nächste Wochenende vorbereiten. Insgesamt darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir uns im Abstiegskampf befinden und natürlich mit vielen jungen Spielern da auch Probleme haben. Und das muss man einfach wegstecken und nächste Woche weitersehen. Ja, gut, vielen Dank, Dietmar. Ich gehe von aus, am nächsten Wochenende gibt es wieder mindestens 3 Punkte. Mindestens 3? Ja, danke. Versprochen. So, dann wollen wir gucken. Wo ist euer Trainer? Da mit dem roten Poloshirt und Laptoptasche. Unter dem Schirm. Ah, da, ja. Danke, jetzt muss ich mir den Fabian mal holen. Fabian, darf ich dich jetzt stören? Ja, das ist komm, ja gut. Komm so ein bisschen in die Mitte. Ich bespreche das nochmal. Ja? Ich muss mal ein bisschen weiter in die Mitte gehen, sonst schimpft mein Freund Ulrich Bergmann. So, jetzt habe ich ihn, den Trainer einer siegreichen Mannschaft. Fabian, ich habe eine ähnliche Frage, habe ich eben dem Dietmar, uns gut bekannten Dietmar Alf gestellt. Ein Tag hui, ein Tag fui. So war es beim DRC, bei euch war es umgekehrt. Gestern in Krefeld verloren, 1-3, heute hier gewonnen. Und gestern Berlin verliert hier klar und gewinnt heute in Krefeld. Was sagst du denn zu solchen Hockeyergebnissen? Also die Liga ist halt einfach ausgeglichen. Es ist wirklich so, dass das hier jeder Gegner jeden schlagen kann. Das haben wir mit MSC schon erfahren. Alle Gegner sind wirklich gut und man muss einfach seine Leistung abliefern. Auch einfach die Jobs machen, um gegen den Gegner zu gewinnen. Heute hat man bei Düsseldorf gemerkt, dass sie gestern sehr viel investiert haben gegen Berlin. Und bei uns natürlich auch irgendwo gemerkt in der Disziplin, wie wir aufgetreten sind, dass wir sehr unzufrieden waren mit dem Spiel gestern oder zumindest mal mit dem Ergebnis unzufrieden waren und heute
da natürlich 3 Punkte holen wollten und auch einen sehr guten Auftritt hatten heute. Ich habe das noch ganz anders gesehen. Ich habe so das Gefühl, der DHC hat einen Hamburg-Komplex, insbesondere Harvest, Hude und Alster, denn die 4 Spiele alle relativ hoch verloren. Oder meinst du, das ist nur Zufall? Ja, aus der Sicht habe ich es noch nie betrachtet. Ich denke, wer gegen Berlin gewinnt, gegen eine Top-Mannschaft, die auch in der Tabelle vor uns steht, kann auch gegen uns gewinnen. Und das wäre sicherlich auch anders gewesen, wenn wir am Samstag gegen Düsseldorf angefangen hätten, als jetzt am Sonntag. Deswegen, glaube ich, will ich den Düsseldorfern jetzt keinen Hamburg-Komplex oder Angst da beschwören. Ja, vielen Dank und dann hoffe ich weiter alles Gute für euch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Ja, das war's denn für dieses Wochenende. Weiter geht's in 14 Tagen hier bei uns auf der Anlage.